ey, wann kommt er endlich mal? Wir haben uns um 2:30 auf der Terrasse verabredet. Ey, warte mal. Ich hab eine gute Idee. Ey, ey, Digga, Alter, ey. Ey, was tatst du hier rum wie so ein Kind, Mann? Wieso? Werd erwachsen. Aber was bedeutet eigentlich erwachsen sein? Was bedeutet für Sie das Thema Erwachsenwerden? Also Erwachsenwerden ist ja für mich auch gerade so eine Phase. Ich habe jetzt angefangen, ein FSJ zu machen. Und das bedeutet für mich halt seinen eigenen Weg finden. Und es bedeutet auch viel Herausforderung. Und es ist so das Stück weit selbstständig werden. Das will man natürlich immer, aber mit der Zeit merkt man halt, dass doch alles relativ anstrengend ist, auch ohne Mutti und so. Aber insgesamt eine schöne Herausforderung, die halt jeder hat, und von daher muss man durch, sag ich immer. Oh, schwierige Zeit. Ja. Was soll ich sagen? Die Entwicklung, Regeln befolgen. Ja, das, was man in der Kindheit gelernt bekommen hat, auch anzuwenden, also anwenden zu können. Ja. Das Thema Erwachsenwerden bedeutet, abgeklärter zu sein, langsamer zu lernen und alt zu werden. Erwachsen werden, auf alle Fälle die Freiheit. Also ab 18, dass man entscheiden kann, was möchte ich studieren oder welche Ausbildung möchte ich halt machen, wohin möchte ich halt reisen im Urlaub, mit wem möchte ich auch reisen. Freiheit bedeutet ja unter anderem auch Dinge zu tun, die man nicht tun muss. Der Nachteil ist natürlich, dass man als Erwachsener eher in die Pflicht genommen wird als Heranwachsener oder als Jugendlicher. Ne? Man hat ja da immer noch den Welpenbonus. Aber ich empfinde halt Erwachsensein, dass man auch Verantwortlichkeit in sich trägt, also für die Entscheidungen, die man trifft, auch herangezogen werden kann. Also schon immer das Durchdenken auch der Entscheidung. Also dass man nicht mehr so lapidar ist wie in der Jugend. Ne? Dass man einfach mal was dahin werfen kann und es ist egal, was es bedeutet. Sondern als Erwachsener ist es ja schon so, dass man halt auch für Entscheidungen, die man trifft, zur Verantwortung gezogen werden kann. Und das meine ich halt auch mit der Verantwortlichkeit. Ja, erwachsen werden heißt fest im Leben stehen. Ne? Langsam fest im Leben stehen. Familie gründen, ne? Arbeit. Ja, man vernachlässigt ein bisschen Freunde, ne? Wenn man eben Familie hat. Ja. Also für mich bedeutet das mit der Schule fertig sein, das eigene Geld verdienen, vielleicht auch eine eigene Wohnung haben oder irgendwie sowas. Aber das Erwachsensein hat eben auch wunderbare Sachen, dass man sich halt auch erinnert. Und das heißt ja auch noch nicht, dass man alt ist. Also man kann auch durchaus als Erwachsener mal nochmal über die Stränge schlagen. Ne? Und einfach mal verrückte Dinge tun, legal natürlich, ne? nicht illegal. Aber das ist so mein Eindruck, dass es manchmal von den Jugendlichen abgesprochen wird. Bloß weil man halt ein gewisses Alter erreicht hat, darf man nicht auch mal barfuß durch die Stadt laufen im Regen. Aber klar, das kann man alles. Das ist alles machbar. Okay, was bedeutet für Sie das Thema Erwachsenwerden? Ich hab's schon geschafft. Alles klar, danke schön. Ich bin schon ein bisschen älter. Friss meinen Bohrer. Oh! Was zum? Vielleicht sollte ich was Produktives machen. Ja. Bin ich erwachsen, wenn ich noch zocke? Hey! Hey, lange nicht gesehen. Ja, ist lange her. Hey, lass mal ein Tricken gehen. Nee, lieber nicht. Wie? Warum denn nicht?
Hab leider keine Zeit, tut mir leid. Was heißt hier keine Zeit? Ja, ich hab was anderes zu tun. Hast du etwa was Besseres vor? Oh, der ist aber süß. Ist ja auch von mir. Na gut, dann. Ciao. Hau rein. Bin ich erwachsen, wenn ich ein Kind habe? Nein, er stirbt. Papa. 10 Euro, der steht nicht mehr auf. Ich hab's ja gesagt. Bin ich erwachsen, wenn ich bei Mufasas Tod nicht mehr heulen muss? Bin ich erwachsen, wenn ich mein eigenes Geld verdiene? Ey, Hungmann, geht's dir gut? Hä? Alles okay? Ich schmecke Eiscreme. Wie, du schmeckst Eiscreme? Ja, durch das E, ey, für Eis. Hast du Drogen genommen? Riecht man das? Ein paar Sekunden später. Bin ich erwachsen, wenn ich Drogen nehme? Wenn ich mich angemessen kleide? Hey, hey Mann! Hi, hey! Was ist das für eine klinische Mütze? Wieso? Ey, wenn wir erwachsen sein wollen, müssen wir seriös rüberkommen. Eiscreme! Eiscreme!
ich erwachsen, wenn ich dem Eiswagen widerstehe? Erwachsen sein bedeutet für mich konsequent und verantwortungsvoll handeln. Erwachsen sein heißt für mich Selbstständigkeit und Unabhängigkeit. Also erwachsen sein bedeutet für mich ja Selbstständigkeit, zum einen eigentlich eine eigene Wohnung, ja auch Auto fahren können, sein eigenes Geld verdienen können und nicht mehr von Mutti gesagt bekommen, wo man zu Hause sein soll. Also Erwachsensein für mich bedeutet, wenn man sich weiterentwickelt, aber sich selbst dennoch treu bleibt. Erwachsensein bedeutet für mich, wenn man in der Lage ist, sich das innere Kind zu bewahren. Oh,